Ich möchte euch erzählen, wie es mir seit dem NLP-Masterabschluss von Libro Bazzotti geht. Ich bin sehr dankbar für das, was ich erreicht habe. Nach dem Practitioner fühlte ich mich schon sehr gut. Jetzt bin ich dankbar und habe die ganze Zeit gute Gefühle, was ich sehr schön finde. Dann habe ich schlaflose Nächte, für die ich auch dankbar bin und sie sehr schön finde. Ihr seht hier ein Ergebnis von einer Nacht. Ja, das passiert, wenn das Unterbewusstsein mit mir spricht. Das heißt, ich habe jetzt neuerdings das hier neben meinem Bett und einen Block, damit ich meine Gedanken festhalten kann, die einfach nur so sprudeln. Sei es Fragen in der Berufswelt, die mich beschäftigen, die plötzlich schnips, über Nacht eine Lösung da ist, ohne dass ich groß darüber nachdenken muss, weil die Lösung automatisch zu mir kommt. Dann ist es so, dass ich mir neue Ziele gesetzt habe im Leben. Wie ich zu diesen Zielen kam, ich wusste es einfach, dass das jetzt mein Ziel ist. Das hat natürlich mit dem NLP Master zu tun. Meine Ziele sind erreichbar, auch wenn sie ganz hoch gesteckt sind. Da habe ich keine Zweifel, dass ich die nicht erreichen kann. Im Beruf als Lehrerin ist es so, dass ich merke, wie viel flexibler ich bin, wenn die Kinder auf mich zukommen. Ich habe eine riesen Auswahl an Reaktionsweisen. Vorher hatte ich viele, jetzt habe ich sehr viele. Und das löst wirklich erstaunliche Reaktionen bei den Schülerinnen und Schülern aus. Ich merke, wie wir gemeinsam viel mehr lachen. Ich war vorher schon sehr theatralisch und witzig für die Kinder, das haben sie mir auch zurückgemolden. Und jetzt merke ich, dass das wie so von Herz zu Herz ein bisschen intensiver geworden ist. Und ich spreche viel mehr mit ihnen, länger, hole sie ab, wo sie gerade sind. Und ich glaube, das verbindet uns und macht wirklich den Unterricht cool für mich zum Unterrichten und auch für die Schülerinnen und Schüler. Genau. Meine Wahrnehmung ist viel geschärfter. Ich realisiere, warum ein Kind wie reagiert. Ja, und das ist natürlich für meine Arbeit sehr nützlich.